Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Zalando. Wir hatten hier den Schrein geschafft letztes Mal und wollten jetzt hier in der achten Stage der Yokai Mountain World weitermachen, die sich außerhalb der Yokai Mountain World befindet, aber das ist ja scheißegal, hier sind Riesenpuschel und das legitimiert alles. Denn es sind verfickte Riesenpuschel. Kann ich sie erschießen? Ja, kann ich. Okay, alles klar. Sie sind quasi einfach nur ganz normale Puschel, nur in groß. Schön. Ja, dann gib mir mal heilige Scheiße! Ich spiele in letzter Zeit zu viel für dieses elende Wii-Spiel. New Super Mario Bros. Wii. Und demnach schüttle ich jetzt immer instinktiv den Controller. Vielleicht hört man sogar, das Ding ist ein bisschen rattelig. Also wenn dieses Geräusch hört, dann schüttle ich intuitiv das Gamepad. Auch schön zu wissen. Oh Gott! Müsste echt überall sein. Wow, das war nice. Ich hatte erst so ein bisschen Sorge, eventuell noch selbst getroffen zu werden. Weswegen ich nicht sofort hinterher schopporang. Aber ich habe ja letzten Endes alle von diesen Puschelviechern bekommen. Und heilige Scheiße, sind die viele Sterne in dem Level. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Für den Fall, dass ich heiliger mal wieder Sterne brauche. Dann kann ich ja hier hingehen. Und so. Na komm, machen wir mal da oben ganz viel Zeug auf. Husch. Heiliger. Helf mir mal da hoch. Ne. Ja, dann komm mal hier rüber. Oh ne, du fällst ja gleich runter, wa? Ja, deine KI reicht nicht zum Rückwärtslaufen aus. Aha. Aber du bist wieder da dafür. Das ist auch schön. Hoffentlich spawnt jetzt diese Armee da oben nicht wieder. Ha, Gnarf! Alles klar, dann hat sich das ja so gesehen gar nicht gelohnt, denn jetzt habe ich nichts auf Vorrat, wie es eigentlich scheiße vorhatte. Scheiße. Wusch. Buff. Okay, man muss aber... Obwohl, nee, man muss nicht groß sein. Man hat ja diese Riesenpusche, mit denen man alles vernichten kann. Puzzle of Destruction. Oh. Hahaha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das bringt so nichts. Ich würde aber gerne hoch. Ist nicht. Okay, alles klar. Push. Wow. Wedel mit dem Controller rum wie blöd. Dann muss man da wohl wahrscheinlich so ein... Ich habe übrigens den Namen nachgesehen. So ein Tenshi-Outfit haben. Die Pflaumen-Lady. Um an die vier Sterne ranzukommen. Oder vielleicht geht das auch mit den Riesenohren. Das müsste ich mal sehen. Aber... Tenshi war auf jeden Fall die Pflaumendose. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat Tenshi mit E am Anfang zu tun? Gar nichts. Okay, komme ich trotzdem nicht auf. Alles klar. Damit kann ich leben. Ja. Komisches Teil. Und ich habe wieder meine Lieblingsfeen hier am Start. Yippie. Ist das geil. So, in welchem Moment muss ich denn von den Dingern abspringen, meine Güte? Aha, ja, das wäre der Moment gewesen. Klasse. Ich verstehe die Dinger irgendwie. Okay, alles klar. Nicht so ganz, wollte ich eben sagen. Und ja, jetzt sind wir hier. Hüpp! So. Okay. Gut. Hätten wir das auch mal geklärt? Ist das ein neues Power? Oder rennt die einfach nur mit dem Kaktus rum? Geil. Okay, sie rennt mit einem Kaktus rum. Hätten wir dann das auch geklärt? Rhabarber. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Und ich hoffe mal nicht, dass diese Sprungbretter jetzt das Thema des gesamten Levels werden.
denn ich überspringe einfach. Und fetzt da den Typen runter in der Hoffnung. Ah ne, der sammelt ja gar keine Münzen ein. Egal, ich kann trotzdem. Oho. So ist das also. Oh, komm! Sowas ist fies. Sowas kann man doch intuitiv nicht wissen. Und ich brauche eigentlich hier mal so einen Shop in der Nähe. Hier muss eigentlich irgendwo ein Secret Action sein. Ja, das ist spannend, ich weiß. Aber ich kann nichts dafür. Beziehungsweise doch, ich kann was dafür. Ich hätte einfach die Level machen sollen. Ich nehme so ein Ding mit. Und dann nehme ich zwei hiervon mit. Zack, zack. Und einen hiervon. So. Und jetzt können wir wieder hingehen. Naja, wie gesagt, ich hätte halt nach dem Secret Exit suchen müssen. Allerdings fehlt mir da so aktuell noch der Nerv zu. Vielleicht werde ich das gleich noch machen. Allerdings heute ohnehin nicht, denn heute werde ich ein Part aufnehmen und dann anschließend habe ich noch einiges zu tun heute. Ich bin sozusagen voll gebucht. Oder voll verbucht oder voll verplant. Je nachdem, wie man das denn sehen möchte. Und jetzt habe ich das Ding hier. Und ich würde schon ganz gerne wissen, was da unten ist. Man kann ja ein Secret Exit sein, ne? Oh, ich hätte eine Riesen-Power-Up mitnehmen sollen, ich Idiot. Aber ich weiß jetzt zuerst, muss ich nach rechts. Dann wahrscheinlich nach... Da-dam-bam-bam. Ja, saugeil, saugeil. Das ist eine super gute Idee. Schmeiß den Spieler da runter. Gib ihm keinen Anhaltspunkt. Er muss es alles... auf Leben und Tod rausfinden. Okay, gut, er hat die Münzen. Ja. Aber nicht jeder Mensch hat so eine schlechte Reaktionsgabe wie ich. Hoffe ich. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Das kann doch nicht die Idee dahinter gewesen sein, dass man stundenlang auf so einem scheiß Teil rumhüpft. Oh, Gnarf! Nein! So. Na, 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 na. Und einfach, weil ich das sage, will ich das Ding auch noch haben. Oh Gott! Wer hatte die Schnapsidee, dieses Level so zu bauen? Danke. So. Ah. Okay, das hätte ich schon ganz gerne. Oh, bitte. Nein! Ja, jetzt hört man Hintergrundgeräusche, das ist schon okay. Ach, ich muss auch noch groß sein dafür. Fickt euch. Fickt euch. Ich hau ab. Ihr dreckigen Saftärsch. So, ach, das hat mir gar nichts gebracht. Abgesehen von diesem... Okay, da muss irgendwas richtig Fettes drin gewesen sein. Wahrscheinlich ein roter Stern. Ha, ha, ha. Warte mal, nicht springen. Einfach... Einfach dagegen laufen. Einfach dagegen laufen. Genauso wie man es beim Fassrollen auch macht. So. Über die kleine Fee wollen wir drüber springen. Sie einfach ignorieren. Warum halte ich einen Kaktus für ein Power-Up? WTF? Oh Gott. So. Was gibt's hier? Oh Gott. Husch. So. Zumindest ein paar kann man ja auf dem Weg noch mitnehmen. Das sieht aus, als könnte man da runter. Oder so ähnlich. Leckt mich. Den roten Stern. Will ich nicht, gib mir das Power-Up. Oder halt andersrum. Dann würde ich aber schon ganz gerne wissen... Ach, warte mal, ich hab das so ein Typen hier. Der mich natürlich jetzt auch nicht vor dem Kaktus-Spam da oben bewahren wird. Lustig. Probieren wir es aus. Scheiße. Wenn jetzt kein Power-Up drin ist, bin ich im Arsch. Ja, geil! Geil, juhu! Nein! Oh, Mann! Okay, gut, aber ich weiß, dass das Level ist kurz. Das Level ist kurz und es ist kurz. Und ich muss nur über zwei von diesen Sprungbrettern hier wirklich drüber. Und dann... Nein, ich musste über... Ach, göttliches Gameplay. Dudelü. So, ihr liebreizende Kinder, da sind wir wieder. Ich habe ein Tenshi-Outfit ergattern können. Und, ich
habe zwar ein wenig Sorge, dass das Spiel mich hier nur verarschen möchte, aber ich will es einfach wissen. Gibt es da unten was? Ja, okay, gut. Kann ich zurück? Kann ich zurück? Kann ich zurück? Nein. Genau. Diese Kacksterne interessieren mich nicht. Dabei halte ich lieber ein Power-Up. Oh Gott. Ja, das ist eine super Idee gewesen. Verschwinde mal. Danke. So. Alles klar. Oh, ich habe den Stern sogar mitgenommen. Großartig. So. Diesmal ist uns hier alles egal, denn wir wollen nur... Oh, Moment. Den kann ich mitnehmen. Weil der liegt sowas von auf dem Weg. So, und jetzt wollen wir durch das Level durch. Und haben es dann damit auch hinter uns gebracht. Yay. Super cool. So. Dann gehen wir nun mal etwas weiter. Dann gehen wir nun mal etwas weiter, wollte ich gesagt haben. Ist die hohe Stimme sowas von abgeschlissen. Pardon me. Ui. Ah, UFOs. UFOs. Ui. Ah, super cool. Ich nehme an, das unterliegt einem Zeitlimit. Oder man kriegt das Power-Up einfach sehr oft, weil man es sehr oft kriegt. Autsch. Okay, und man sollte keine Gegner berühren, auch nicht von oben. Alles klar. Ich bin eigentlich geneigt, nochmal zwischenzuspeichern. Aber das lasse ich jetzt mal sein. Ich glaube, ich sollte nochmal zwischenspeichern. So, ich wurde gespeichert und redundanterweise habe ich mir auch noch ein Ninja Orbs Power-Up geholt. Das redundant ist, denn ich bekomme ja sowieso das UFO-Ding. Aber war schön, es gehabt zu haben. Bumpi bumpi bump. Oh, warte. So, das möchte ich mitnehmen. Und ich möchte mich diesmal so weit unten wie möglich halten, um da so dieses Power-Up auch noch... Ich habe mich umgedreht. Schwammige Steuerung ist schwammig. Yay, Sors. Spielen wir also, wenn wir das UFO haben, mit dem Analogstick. Auch schön. Auch wenn es klappert wie sonst was. Ich glaube, dadurch ist... Obwohl, nee, die Eingabe wird dadurch nicht unbedingt eindeutiger. Eindeutiger, meine Herren. Und ich kann überhaupt gar nicht stehen bleiben, kann das sein? So, diesmal aber. Das ist nichts. Oh Gott! Diese Lächerlichkeit. Kann ich auch unten lang, ohne dieses UFO-Ding. Wenn das eigentlich das Coolste an der gesamten Stage ist. Nehme ich zumindest mal arg an. Überspringen wir es. Okay, alles klar. Alles klar. Ich nehme das UFO. Sehr gut. Es gibt aber auch hier unten ganz viele UFOs. Es gibt sowieso total viele UFOs. Ein Pilz. Sums. Für den Pilz. Usch. Und jetzt will ich, glaube ich, ein UFO haben. Genau. Genau dieses. Das Spiel hat mich verstanden. So. Me needs new UFO. Gleich drei davon. Ich glaube, das war ein bisschen überflüssig, aber ist auch egal. Wir machen es auf die tieffliegerische Art und Weise. Wahrscheinlich verlieren wir dadurch ganz, ganz viele Punkte, die wir eigentlich hätten haben können. Gerd mich ein Scheiß! Jetzt geht's in eine Wasserwelt. Dum 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 dum. Dusch. Und ich würde sagen, die probieren wir gerade einmal. Wenn ich dabei sterbe, ist der Part dann vorbei. Wenn ich dabei nicht sterbe, ist der Part dann vorbei. Ich werde dabei sterben. Denn hier gibt es Schnorchelfilm. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Und bewegende Plattform. Ja, leckt mich am Arsch. Das trifft... Das passt.
passt ja wie Arsch auf einmal zusammen. Weißt du, kannst so tiptoe-artig vorwärts gehen und das ist total egal, wenn die Dinger hochspringen und wieder runterfallen. Aber wenn du dich konstant bewegst, dann ist das schlecht. Ich werde nun dazu übergehen zu speichern. Ihr seht mich gerade schon den Weg zurückrennen. Und dann soll es das für diesen Part gewesen sein. 15 Minuten sind ausreichend. Und ich habe, wie gesagt, heute wenig Zeit am Kopf und Sachen zu tun. Und sowieso ist momentan stressig, könnte man sagen. Ja, man sieht sich dann, wenn wir wieder Rinosuke einstampfen. Stirb. Bum, 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 bum. Jetzt wächst er mit uns empor. Wir bleiben auf seinem Kopf stehen. Das ist doch die coolste Pose aller Zeiten. Tschüss.